Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der PES 21 Trainerkarriere. Neue Trainerkarriere mit Leverkusen. Erste Folge rechts oben beim i, verlinkt unbedingt da vorbeischauen. Wir haben eine wahnsinnsirre Gruppe. Das wollte ich euch nochmal kurz zeigen. Playoffs haben wir geschafft. Jetzt sind wir in der Gruppe gegen Juventus Turin, Atletico Madrid und Celtic Glasgow. Fuck, ist das irre. Und selbst Ronaldo sagt, das ist eine Todesgruppe. Wir sind hier und heute zu Gast beim deutschen Rekordmeister. Das Spiel gegen die Bayern. Wahnsinns-Bundesliga-Start gegen Dortmund, gegen Bayern. Ey, irre. Und wir haben wirklich Fitnessprobleme. Jetzt schon am Anfang. Vor allem in der Verteidigung spielen wir mit durchgewechselter Mannschaft. Und ich habe so Angst. Ich habe so Angst. Mitchell Weiser, neu in der Partie auf Diaby. Ball geht rüber. Ah, Radetzky, erste Parade. Amiri gibt auf Alario. Alario an die Latte. Und Amiri mit dem Kopf. 1:0. Und ich dachte schon, wieder Latte. Ich dachte, geht es denn wieder los? Aber Amiri macht ihn rein. Auswärtstor, 36. Spielminute. Boah. Jetzt die Chance. Alario wieder auf Amiri. Und er macht das ganz stark. Verlädt Neuer. 2:0. Ich habe zwar gesagt, Auswärtstor, das bringt ja auch eigentlich nichts, ein Auswärtstor jetzt machen. Aber die Münchner in ihrem eigenen Stadion so zu ärgern, mit einer, recht angeschlagenen Mannschaft, das ist richtig, richtig gut. Ja, Mann. Das würde ich mal ein Statement nennen. 2:0, zweimal Amiri zur Halbzeit. Das ist richtig, richtig gut. Demir Bay mit dem Schuss. Manuel Neuer pariert. Sehr, sehr schön. Amiri macht ein super Spiel. Diaby geht da gut vorbei. Flanke auf Bailey, der ist natürlich nicht der Kopfballspieler gegen Pavard. Keine Chance. Jetzt kommen die Bayern. Man merkt langsam, dass hier einfach die Fitness nachlässt. Dreimal wird gewechselt. Wir spielen mit einem Palacios. Mittelfeldspieler, für die sie es nicht wissen, auf dem linken Flügel jetzt, weil wir keinen anderen haben. Es ist echt der Wahnsinn, aber wir machen es trotzdem unglaublich gut, also man muss es einfach so sagen. Jetzt ist er drin. Thomas Müller, und ich kann nicht sagen, dass es nicht verdient ist, aber es regt mich trotzdem auf. Es darf jetzt nicht wieder wie gegen Dortmund enden. Heute waren wir viel effizienter. Das muss und darf auch gerne so bleiben. Bellarabi, ja. Komm schon, 30 Sekunden. Davies nochmal auf und davon. Mitchell Weiser und Aranguiz haut den weg. Ja, Mann. 2:1 gewinnen wir in München. Durch Doppel-Amiri, durch eine super gute erste Halbzeit. Boah, glaubt nicht, dass das einfach war. Fuck, war das ein anstrengendes Spiel. Dortmund gewinnt gegen Hoffenheim, Leipzig gegen Frankfurt, Schalke gegen Hertha und Wolfsburg mit einem 4:0. Wir haben es nach oben geboxt. Bayern auf Platz 9, wir auf Platz 4, vor Dortmund. Yes! Es geht los, meine lieben Freunde, in der Königsklasse, Champions League. Erstes Spiel in Madrid, Atletico der Gegner. Es waren 2 Wochen Pause dazwischen, das ist wirklich sehr, sehr gut. Wir haben eine komplett frische, eine fitte Mannschaft. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Weil dieses Spiel, wenn wir das jetzt verlieren, das wäre bitterböse. Also wir müssen gucken, dass wir hier mindestens einen Unentschieden rausholen. Ich meine, wir haben die Bayern besiegt mit Effizienz, nicht so wie gegen Dortmund. Wenn wir ein bisschen Glück haben, gelingt uns das auch gegen Atletico Madrid. Und vielleicht auch gegen Juventus. Who knows, who knows. Dem hierbei. Guckt, lauert auf irgendeine Lücke, auf irgendeine Chance. Sven Bender übrigens wieder mit von der Partie nach Verletzungspause. Und es ist dem hierbei, der in der 11. Minute, meine Lieblingszahl, das 1:0 macht. Schöne Flanke, schöne Direktabnahme, sehr nah am Torwart, der kann nichts mehr machen. 1:0. Ja, Nummer 11 ist tatsächlich meine Lieblingszahl. Glückszahl, Lieblingszahl, was auch immer. Beides.
Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, habt ihr sowas auch und wenn ja, welche Zahl ist eure? 19. Minute, Eckball, Demirbay, stopp mit einem Tor, jetzt vielleicht mit einer Vorlage, Bailey ist halt auch einfach klein, warum kommt die Ecke genau auf den, das gibt's nicht. Tah steht auch hinten, hä, lol. Tah und die Bender Brothers sind einfach hinten, während die Ecke vorne ist, auch nice. Wendell verstolpert da den Ball, bringt ihn irgendwie noch auf Bailey, wird gefoult, Freistoß. Gibt sogar eine gelbe Karte und aus so einem Freistoß kann man natürlich tendenziell immer was machen. Wir probieren den Pass auf Wendell, der bringt ihn nicht rein, schade, Ecke. Oh, jetzt geht's ja aber los, Radetzky! Oh Mann ey! So eine gute Parade. Da musste auch erstmal wieder hinkommen. Und dann ist Luis Suarez einfach, ja, ein Glückspilz. Er steht einfach für den Abpraller richtig da. 1-1. Scheiße. 1-1 zur Halbzeit. Ja, es ist okay, aber ohne das Tor, ohne das Gegentor wäre es natürlich auch gegangen. Jawohl, Demirbay. Ganz, ganz stark. Jetzt die Flanke auf Bellarabi. Der wird auch von hinten ordentlich bedrängt. War aber ganz, ganz schön gespielt. Ja, wir spielen ja hier auf der Königsebene. Champions League. Und wir machen das auch mit sehr, sehr gutem Niveau, würde ich sagen. Das war knapp. Aber funktioniert. Ja, Doppelpass. Demirbay. Demirbay ist so aktiv in diesem Spiel. Jetzt eine gute Flanke. Diesmal muss sie doch ankommen. Ja, es war wieder ein sehr schönes Zusammenspiel. Es ist wieder Demirbay, der hier sehr aktiv ist. Ball auf Amiri, die Flanke kommt. Aber ich habe in der Mitte keinen richtigen Abnehmer. Weder für die Flanken, noch für die Ecken, noch für irgendwas. Und es ist wieder Demirbay. Es ist wieder Demirbay. Und jetzt steht Alario da. Und es ist Aluminium. Schönes Zusammenspiel. Und Diaby kriegt den Ball irgendwie und er tropft rein. Was für ein Tor. 73. Spielminute. Der Ball tropft irgendwie rein. Und Moussa Diaby darf den Treffer auf sein Konto verbuchen. Und aktueller Stand, gleiches Ergebnis. Jetzt der schnelle Konter eventuell. Diaby ist schnell. Alario, Diaby, gutes Zusammenspiel. Diaby ist schnell, ist schneller als die Verteidigung. Diaby! Oh. Weiterspielen, weiterspielen, aber ist das ärgerlich. Das ist der 100. Aluminiumtreffer in dieser Karriere. Und auch heute wieder der dritte, glaube ich, insgesamt, der zweite in diesem Spiel. Wahnsinn, was wir das Aluminium küssen. Bellarabi, Flanke auf Moussa Diaby. Boah, da wird Alario ja aber mega weggenommen. Weggenommen vor allem. Na, jetzt gibt es den Freistoß. Demirbay. Das ist eine gute Möglichkeit. Aber wir drehen ihn zu stark rein. Der Ball kommt zu sehr auf den Torhüter. Ja, so ein bisschen Glück fehlt da noch. Aber das kriegen wir noch raus. Boah, bitterböser Fehler. Moussa Diaby ist ja immer noch schnell. Wird wieder gefoult. Ich weiß nicht. Freistoß kann sein. Glaube nicht, dass es Elfmeter war. Aber auch das eine ganz, ganz miese Nummer wieder. Und scheinbar, nee, ist nur eine gelbe Karte. Ich dachte, er hat schon gelb. Also, was wir gefoult werden. So, jetzt muss er aber auch mal rein. Wenn wir den so arg andrehen, dann zielen wir halt ein bisschen weiter außen. Ne, dann zielen wir voll daneben. 2-1, aber trotzdem, Leute, ich hätte es niemals gedacht. Wir haben es gepackt. Im ersten Spiel gegen Atletico Madrid. Also, es ist noch lange nichts getan. 5 Spiele bleiben noch. Nochmal Rückspiel gegen Juventus zweimal. Also es wird noch eine harte Nummer. Aber vielleicht haben wir so ein bisschen Hoffnung. Ich glaube, für die erste kleine Überraschung konnten wir auf jeden Fall sorgen. Das hat Juventus nicht ganz so gemacht. 1-0 haben sie, wie erwartet, gewonnen. Und ja, nichtsdestotrotz, Alter, wir stehen auf Platz 1.
Leute, bittere Nachricht. Verletzung von Amiri. Ja, der Kerl wird wohl länger ausfallen. 2 bis 3 Wochen. Richtig, richtig bitter. Ja, ich habe gar keinen Spaß. Aber naja. Das war ein schönes Zusammenspiel. Wendell legt nochmal quer. Nur leider klappt das nicht. Starke Parade vom Torhüter. Aber auch noch nicht vorbei das Ganze. Unsere Mannschaft powert sich natürlich relativ schnell aus. Und deswegen will ich das jetzt ausnutzen und dann hoffentlich guten Gewissens in die Halbzeit gehen. Patrick Schick. Jetzt der Chipball auf Bellarabi. Come on, Alter. Wir waren so effizient in den letzten 2 Spielen und jetzt... So, Patrick Schick, zentraler Punkt, ist ja auch der Stürmer, aber er holt sich immer wieder Bälle. Oh, die Flanke war so schön. Die Flanke war so schön, da muss Bailey nur den Kopf hinhalten. Ja, es ist ein bitteres 0-0 zur Halbzeit, muss man so sagen. Also, wir spielen das erste Spiel jetzt zu Hause in der heutigen Folge und wir kriegen es nicht gebacken. Also wir probieren, es ist Powerfußball, also wir geben Gas. Aber, ja, kriegen es halt nicht richtig hin, ne? Wir bekommen die Ecke, Eckball, jetzt dem hier bei. Der kann das doch eigentlich gut. Warum steht immer nicht Tah, warum steht Tah da nicht? Das nervt mich so krass. Aber komm, wir kriegen das trotzdem hin, dem hier bei. Auf Patrick Schick, der ist auch groß. Ja, es war gut, es war gut und es ist ein wunderschönes Tor. Ja, Erleichterung. Dem hierbei. Ein auch so, so wichtiger Spieler. Und es ist technisch überragend von beiden einfach gewesen. Aber Radetzky. Ui. Angst, Angst, viel Angst. Wir müssen es 2-0 hier machen. Verdient wäre es sicherlich. Oh, Radetzky, sehr, sehr stark, dass der nicht zur Ecke rausgeht, ist ganz, ganz wichtig. Stellen mal auf ausgeglichen wieder, aber wie gesagt, ein Tor würde unglaublich viel Sicherheit geben. Jetzt vielleicht die Möglichkeit, Alario, Alario, Palacios, unten ist Diaby, Diaby, yes! Und nochmal rein ins Glück, 2-0, verdient ist es. Und ganz, ganz wichtig, obendrein. Oha, genau deswegen wollte ich das 2-0, denn wir kriegen aus dem Nichts, ich habe es nicht mal kommentiert, plötzlich zieht er ab, Demirovic, 2-1. Die Zeit tickt und sie tickt für uns, das heißt, das Spiel sollten wir wirklich gewonnen haben, das ist auch total wichtig natürlich, aber auch total verdient. Und ja, ziehen wir nochmal ab, vielleicht wird da nochmal was draus. 2-1. Wie gesagt, das eine Tor hätte nicht sein müssen, aber wir haben 2-1 gewonnen. Das ist in Ordnung und ich bin damit absolut confirm. Und 3 Punkte. Wir haben heute alle 3 Spiele gewonnen. Und alle 3 Spiele mit 2-1. Ich bin stolz auf mich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Macht's gut. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.